innerlich glaube ich, weine ich fast den ganzen Tag. Denn mit großem Schmerz muss ich vom Heiland erfahren, wie er auf dem Altar, wo das heilige Messopfer dargebracht wird, total beleidigend und lieblos von den Priestern behandelt wird. Denn er ist ja wahrhaft nach der Wandlung lebend. Und das tue ich nicht, weil ich sowas gelehrt habe, habe ich auch ja gar nicht, sondern weil ich es gesehen und weiß. Ja, das kommende Zeitalter vom Heiligen Geiste. Aber so weh es mir tut, vorher muss noch viel Schweres kommen. Schaut, nehmen wir das Corona. Aufgrund der immer wiederkehrenden Zensur auf YouTube ist dieses Video nur auf dem Schwertbischof.tv-Kanal vollständig zu sehen. Dieses Video vom 17. Februar 2021 ist dort publiziert unter dem Titel Corona, Kirchenführer und Staatenlenker sind zu Marionetten geworden. Voll Schmerz muss ich vom Heiland erfahren, wie er bei der Messe beleidigend und lieblos von den Priestern behandelt wird. Bevor das Zeitalter des Heiligen Geistes kommt, wird noch Schweres auf uns kommen. Der Teufel lacht und reibt sich die Hände über die Corona-Schutzmaßnahmen der Priester. Bischöfe sollten ihren Anvertrauten zur rechten Zeit die Speise geben. Die Menschheit ist schwach geworden. Es muss zuerst gebüßt und gereinigt werden. Warum mischt sich der Staat in die Angelegenheiten der Kirche ein? Und vieles mehr auf dem TV-Kanal des Schwertbischofs. Abonnieren Sie den Schwertbischof-TV-Kanal jetzt. Den Direktlink www.schwertbischof.tv finden Sie unten in der Beschreibung.